Thank you.
kann man vom Menschen auf der anderen Seite der Grenze wohl ausgehen. Überhaupt viele Menschen sind religiös. Sie werden gar nicht dem Katholiker, Evangelisch oder irgendeiner christlichen Konfession gehören an. Aber wenn man näher nachfragt, dann ist es eine Religiosität. Ja, Vater und Mutter, und man will in die Kirche, man eigentlich gehört. Aber der Glaube, von dem die Bibel redet, der Glaube des menschlichen Rechts, auch außerhalb der Passionskraft.
Es besteht allerdings die Gefahr, dass Menschen sich darauf etwas einbilden und am Ende sich vor Gott besser fühlen als andere. Martin Luther hat das Fasten kritisch gesehen, weil es als eine Art Wunschleistung verstanden werden kann.